Yo, hi Leute und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Und in diesem Video geht es um eine Brokkoli-Cheddar-Pasta mit Hähnchen. Und wie ihr das macht, zeige ich euch gleich. Und wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Würde mich natürlich sehr freuen. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Let's go! Für die Brokkoli-Cheddar-Pasta mit Hähnchen brauchen wir 500 Gramm Hähnchenfleisch, 400 Milliliter Schlagobers bzw. Sahne, 260 Gramm Pasta, ich habe jetzt da Spaghetti genommen, 150 Gramm Cheddar-Käse, eine Zwiebel, ein Kopf Brokkoli, 4 Knoblauchzehen, Olivenöl zum Anbraten, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Majoran und frische Petersilie. Als erstes schneiden wir die Zwiebel feinwürfelig. Nun schneiden wir den Cheddar-Käse in Würfel. Jetzt die Petersilie zupfen und fein hacken. Als nächstes das Hähnchen in Würfel schneiden. Nun können wir das Hähnchenfleisch marinieren. Jetzt zwei Knoblauchzehen dazu pressen, dann Paprikapulver dazugeben, Majoran dazugeben, ein bisschen was vom Olivenöl. Das Ganze kneten wir jetzt durch. Jetzt geben wir es kurz in den Kühlschrank und lassen es durchziehen. Jetzt, wo das Fleisch im Kühlschrank zieht, können wir in der Zwischenzeit den Brokkoli in Röschen schneiden. Jetzt können wir die Röschen in mundgerechte Stücke schneiden. So sollte das Ganze dann aussehen. Nun stellen wir eine große Pfanne auf den Herd und geben das Olivenöl dazu und lassen es heiß werden. Nun, wo die Pfanne heiß ist, geben wir den Zwiebel dazu und schwitzen den Zwiebel an. Nun, wo der Zwiebel leicht angeschwitzt ist, geben wir den Knoblauch dazu und rösten ihn mit an. Jetzt, wo der Knoblauch und der Zwiebel angeröstet ist, dem können wir das Fleisch dazugeben. Jetzt, wo das Fleisch angebraten ist, können wir den Brokkoli dazugeben. Nun salzen wir das Ganze. Das restliche Salz brauchen wir dann für die Spaghetti. Dann noch den Pfeffer dazugeben und das Ganze lassen wir jetzt für 2-3 Minuten röschen. Jetzt, wo das Ganze angeröstet ist, können wir das mit der Sahne ablöschen. Ausschwänzen nicht vergessen. Das Ganze lassen wir jetzt köcheln auf mittlerer Stufe, bis der Brokkoli weich ist. Umrühren nicht vergessen. Die Pfanne gebe ich jetzt auf die vordere Platte, da ich hinten die Spaghetti jetzt koche. Jetzt stellen wir einen Topf auf und salzen es. Das Wasser sollte leicht salzig schmecken. Und kochen die Spaghetti laut Verpackungsangabe. Nun, wo das Wasser kocht, können wir die Spaghetti dazugeben. Bis die Spaghetti fertig sind, können wir mit der Soße weitermachen. Nun geben wir zum Schluss den Cheddar-Käse dazu und die Petersilie geben wir auch dazu. Nicht vergessen, die Spaghetti umzurühren, schon fricken sie zusammen. Wie ihr seht, der Cheddar-Käse hat die Soße schon richtig dick gemacht. Jetzt warten wir noch, bis die Spaghetti fertig sind, dann geben wir sie dazu. Nun, wo die Spaghetti fertig gekocht sind, geben wir sie direkt vom heißen Wasser in die Pfanne. Nun die Spaghetti durch die Soße ziehen, dann können wir auch schon anrichten.
Ja Leute, das ist die Brokkoli Cheddar Pasta mit Hähnchen. Und natürlich könnt ihr zum Schluss noch ein bisschen Parmesan drüber tun, aber ich finde, dass der Cheddar Käse genug Käse drin ist in dem Gericht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn euch der ganze Kanal gefällt, lasst ein Abo da. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.